Hi, willkommen zurück zu Minecraft Crackpack. Fortsetzung der letzten Folge, was auch sonst. Ich möchte nachgucken, warum haben wir so wenig Strom? So wenig im Sinne von nur 200.000 Überschuss, wenn die Geometer Farm aus ist. Ich habe das Gefühl, als ob irgendwas drüben nicht stimmt mit den Turbinen. Ich weiß es nicht. Muss mal nachgucken. Weil das ist mir irgendwie zu wenig. Das kann ja so nicht angehen. Erst Stromüberschuss haben wie sonst was, bis ich das dann umgestellt habe, das Tesseract, und jetzt haben wir irgendwie allgemein wenig Strom. Das leuchtet mir nicht so sehr ein. Ich meine, es kann sein, dass ich deswegen Bug alle Turbinen wieder stillstanden, aber nee, die sind alle auf Betriebsgeschwindigkeit. Das passt soweit. Also wir haben jetzt durch 13 Turbinen mal 23 Kilo RF. Warte mal, ich rechne es mal auf RF genau aus. Wir nehmen jetzt mal als Stichwert diese. 13 mal 2, 3, 6, nee, 7, 6, 7. Zack. Sind 308.000 RF und 971. Merkwürdig. Warum? Wir hatten doch sonst immer mehr Strom, wenn mich das nicht täuscht. Oder täuscht mich das? Nee. Bevor ich das in Betrieb genommen habe, lief der Mass Fabricator ja auch schon stellenweise und die Laser Drills auch. Also weiß ich nicht. Das ist irgendwie sehr, sehr komisch. Gut, ich meine, der ist leer, ja. Unser Holz muss doch. Alter Vater. Gut. Ja, das wird ein bisschen weniger, aber leer ist es noch nicht. Man könnte es sehr wohl zu Brettern machen und dann verbrennen. Aber nö. Müsste man ja Sachen für machen, die Sachen machen. Was sagt da jetzt eigentlich unsere Erweiterung der CPU-Cores? Crafting. Er ist noch nicht fertig. Er arbeitet noch. Warum sind die drei? Ah, ne, sind nur zwei. Kann ich schon was? Na, nicht. Na, ich weiß nicht. Warte mal, wir gehen nochmal rüber zur Geometerfabrik. Gucken uns an, wie es mit dem Scrap aussieht. Wenn wir immer noch genug haben, brauche ich den Export ja nicht unbedingt machen. Von meinem überschüssigen Cobblestone. Wir haben 700.000. Das war vorhin noch 600.000. Ich denke also nicht, dass wir noch unbedingt Cobblestone bräuchten. Nicht so wirklich. Das wäre höchstens ein politisches Ziel, hier meinen überschüssigen Cobblestone reinzupumpen. Ich meine, das wäre ja sicherlich möglich. Muss ich hier noch einen extra Kanal anlegen? Sagen wir mal blau. Wo ich dann über das Tesseract hier welche Sachen reinpumpe. Wäre ja möglich, aber. Nee. Oder? Mache ich das jetzt auf Hängen und Würgen, damit ich mal diesen Level-Emitter zeige? Was kostet denn der ME-Level-Emitter? Level-Emitter. So, was haben wir denn da? Das? Fluid, Gas. Ne, wir brauchen normal. Das ist ja billig. Calculation Processor. Calculation Processor. Next. Start. Es kann jetzt allerdings ein bisschen dauern, da jetzt der Rest in der Arbeit ist. ME Glass Cable. Wir können ja wenigstens schon mal eine Sache machen. Vielleicht sind in einer anderen Zeit dann auch schon mal andere Sachen fertig. Wir können ja die Strippe rüberziehen. Jetzt ein Block Platz. Eins, zwei, ein Block Platz. Eins, zwei, ein Block Platz. Eins, zwei, ein Block Platz. Eins, zwei. Wir haben jetzt natürlich immer zwei Verbindungen pro Kern, aber ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt so ein, dass es unbedingt schlimm wäre. Ich hoffe nicht, sonst muss ich das mal ein bisschen das Kabel einen größeren Abstand haben. So. Aber es passt genau rein hier in die Halle. Das ist gut. Ist denn schon was fertig? Ich würde gerne was verbauen wollen. Der braucht noch 32 und der hat auch noch 32. Hey, der Witzka. Der craftet noch ewig.
Karl. Oh, wir haben einen da. Sehr gut, der hat schon einen fertig gemacht. Zack, ME-Level Emitter. Wo können wir den denn mal anschließen? Wir brauchen immer noch einen Kanal. Haben wir hier hinten noch irgendwo einen? Ne, das ist, wird ein bisschen knapp. Wir haben. Das passt thematisch nicht. Ich bin da schon ein bisschen anspruchsvoll, weil das soll ja auch irgendwo hin passen. Das wäre doof. Habe ich hier eine extra Strippe gezogen? Nicht ganz. Das. Na, ich. Das passt eigentlich am besten. Wie viele Kanäle haben wir belegt? Ich überschlag mal. Wir haben den einen Kanal hier. Drei mit zusammen mit dem. Warte mal, wir zählen mal nach. Nicht, dass es viel wird. Eins. Zwei ist der Input der Erze. Hier, zwei. So, Nummer 3 ist die Kiste. Nummer 4. Hier. Nummer 5. Nummer. Numero. Haben wir 5 Kanäle verbraucht? Da können wir doch noch was anschließen. Ist doch nicht so schlimm. Okay. Ich hoffe, es fällt nichts aus dadurch. Aber das ist ein ganz schönes Kabelwirrwarr. Ich weiß nicht, ob man das noch ein bisschen ändern sollte, aber ich habe nicht, weiß nicht, ob ich das noch mache auf die letzten, auf die späten Tage. Mal gucken. So, Level-Emitter. Gucken, ob wir den so einstellen können, wie ich mir das vorstelle. Zack. So. Dazu brauchen wir jetzt. Was kann man denn da reinmachen? Crafting Card, Fuzzy Card, nee. Item? Ja, okay. Das wird jetzt ein ganz schönes Geklicke mit Cobblestone. Wir haben 7,5 Millionen drin. Ich möchte einstellen 5 Millionen. Das sollte, glaube ich, reichen für die meisten Zwecke. Eieieiei. Da wäre so ein Clickbot ganz cool. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt 5 Millionen überhaupt mache. Kann man da was eingeben? Oh Gott sei Dank. 5.000, 50.000, 500.000, 5 Millionen. So. Genau. Über oder gleich? Ja, passt. So. Dann holen wir uns einen Exportbus. Eben diesen Exportbus. Und eine Kiste. Kann auch eine billige sein. Ist nur ein kleiner Puffer. Ich habe übrigens drüben bei der Erzverarbeitung, die jetzt am Anschlag läuft, mal die Kisten geändert, dass wir da einen großen Puffer haben, der dann irgendwann vollläuft. So, kann man das mit Redstone irgendwie steuern? Card. Gibt es doch bestimmt was, so eine Redstone-Steuerungskarte. Redstone-Card. Da haben wir es doch. Braucht bestimmt wieder irgendeinen Scheiß. Können wir uns die craften lassen? Nein, können wir nicht. Schade. Card. So eine Basic-Card. Mal gucken, wie schnell die fertig ist. Je nachdem, wie die priorisiert wird. Wenn die niedrig priorisiert wird, haben wir ein Problem. Dann können wir schon mal den Rest machen. Item. Diese scheiß T, was nicht funktioniert, ne? Wenn du über ein Item hoverst, ist ekelhaft. Will ich da jetzt das Kabel rüberziehen zur Geometer-Fabrik? Eigentlich nicht. Ich will jetzt auch. Nee, ich will jetzt auch nicht extra was noch ziehen müssen. Wanddurchbruch. Guck. So einfach ist das, wenn man das möchte. Zack. Wir könnten jetzt natürlich das ganze Geometer-Fabrik drosseln auf 256 Kilo F pro Tick, aber machen wir nicht. Item. Ja, jetzt rum. Hauen wir uns mal ein paar Item-Converts, machen das mal kurz weg. Dann läuft das halt mal kurz ohne Strom. Ich hoffe, das ist USV gesichert mit einer. Keine Ahnung, wie viel Mega Ampere man da braucht. Oder Giga Ampere. Insert. Machen wir mal auch hier blau. Vielleicht hat das ja irgendwelche
Einflüsse. Genau falsch gemacht. Insert, genau. Dann passte das. Da lasse ich mal Input, Output. Ist denn so? So. Extract. Wir können das auch an einer anderen Stelle machen. Brauchen wir gar kein Redstone-Geschiss. Wäre eine Option. Gucken wir mal, ob die Redstone-Card schon da ist. Die Basic-Card. Ja, die sind schon da. Okay, dann machen wir es über das ME-System. Extract always active und blau. Ja, hatte ich wirklich falsch rumgemacht. Okay. Basic Card. So, ist ja auch echt billig mit so einer Redstone Card. Wenn das jetzt aber nicht funktioniert mit dem ME-System, können wir immer noch in der I.O. benutzen. Active with Signal. Hast du schon Cobblestone? Nee. Jetzt müssen wir gleich noch mal rüber gehen und das konfigurieren. Sollte aber kein Problem darstellen. Exportiert er jetzt schon Cobblestone? Wahrscheinlich, ne? Active with Signal, ja. Hallo? Macht ihr jetzt auch noch was? Oder ist mein Cobblestone alle? Nee, eben nicht. Warum tut er nichts? Dies stört mich. Du warst online und er sagt ja, ja. Hä? Ich wollte gerade sagen, wo ist der Level-Emitter? Müssen wir das auf einen Block packen? Wahrscheinlich, ne? 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Und dann natürlich Cobblestone. Bats. Funktioniert es jetzt? Fragezeichen. Funktioniert es denn jetzt? Fragezeichen. Sollte es nicht funktionieren, kann ich immer noch auf NIO schwenken. Aber anscheinend will er nicht. Das ist doch schon auf einem Block. Was ist denn dein Problem? Oder müsste ich da sonst was von Redstone Müll machen? Weißt du was? Dann machen wir das folgendermaßen. Machen wir die weg. Die brauchen wir nicht. Tschüss. Dich brauchen wir schon. Dann brauchen wir dich nicht. Tschüss. Sorry. Brauch dich doch. Hab ich vergessen. Ja. Das weg. Das weg. Das weg. Red. Alloy Wire haben wir da. Ne, eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Wenn wir über 5 Millionen Cobblestone haben, darf er aus der Kiste rausziehen und dann freuen wir uns alle. So, ich lasse das erstmal auf einer langsamen Geschwindigkeit. Kann man gegebenenfalls noch erhöhen, aber das ist eigentlich mehr so ein politisches Ziel, dass ich halt nicht unendlich Cobblestone irgendwann kriege. So, von der Theorie. Ich überlege gerade, müssen hier Items rein und raus? Nein. Item Mode. Ich muss das Tesseract noch umstellen, siehst du? Receive only, so. Extract blau, always active. Das lasse ich mal so wie es ist. Das ist wahrscheinlich schon richtig eingestellt. Und dann mache ich auf der Seite in und out. Mach mal kurz raus. In out, insert, blau, extract, zack, always active. So, jetzt sollte er nach der Tesseract-Umstellung auf der anderen Seite auch das rausziehen können. Schauen wir uns das mal an.
Das ist da hinten, das ist Tesseract. Item Mode, Send Only. Da ich ja die Tesseracts immer so mit dem Sparsamkeitsprinzip konfiguriere, also nur das erlaube, was auch wirklich notwendig ist, kommt sowas halt mal zustande. Aber dafür sollten andere Fehler nicht zustande kommen. Die durch eine sehr lockere Politik entstehen könnten. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Dass er das wegzieht, während er das andere füllt. Ja, passt doch. Haben wir dieses politische Ziel auch geschafft? Bats. So, was sagt jetzt das Applied Energistics Crafting System? Ein bisschen mager, ne? Der craftet auch noch ein bisschen. Das ist doof. Ich gucke jetzt mal über die Farm hier rüber. Das sieht schon mal ganz gut aus. Von der Auslastung her. Wahrscheinlich ist diese Kiste rappelvoll. Die andere Kiste sieht nicht besser aus. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Die ist voll. Und die füllt sich auch und wird auch in gewisser Zeit voll sein. Naja, holla die Waldfee. Holla the Forest Fairy. That is crazy. Und das fährt mich Nüsse. Da muss man auf Englisch zu vertellen. Achso, by the way, hatte ich mal hier mehr Speed-Upgrades reingemacht, weil die vier oder was das waren, das ich nicht mehr geschafft habe, die ganze Kiste voll war, habe ich jetzt halt mal so ein bisschen, naja, sagen wir mal, ein bisschen mehr reingemacht. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich tun, ja doch, muss ich ja. Die Items von hier kommen ja auch da rein. Schade. Weil wäre das extra gewesen, könnte man das vielleicht drosseln auf die Geschwindigkeit der Erzverarbeitung. Oder zumindest auf, keine Ahnung, 10 oder so, dass die Query sich ein bisschen drosselt. Aber das wäre auch nicht, eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Eigentlich sollte die Query ja durchziehen, wirklich. Aber wenn die Query natürlich tagelang läuft, auch in echt Tage läuft, dann reicht so ein Puffer auch nicht aus. Da müsste man schon irgendwo mal mit Deep Storage schon jetzt arbeiten. Aber das möchte ich auch nicht unbedingt da jetzt in der ersten Arbeit noch anfangen mit Deep Storage Units. Oder es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Ja. Da muss ich mal meine Stimme ein bisschen ölen, damit die sich noch kaputter anhört. Ist halt Winter immer noch, ne? Zwar meteorologisch nicht mehr, aber kalendarisch haben wir noch Winter. Man könnte es ja auch über das ME-System abwickeln. Musst du da ein, zwei neue Stränge hinziehen, jede Menge Acceleration-Cards reinballern. Aber du könntest ja dann theoretisch alle Items, die Flüssigkeiten nochmal ausgenommen, aber alle Items ja immer importieren und exportieren. Du kannst so das zwischenspeichern, aber ich will das nicht politisch gesehen. Weil da an sich hat das ja immer gepasst. Das skaliert nur irgendwann nicht mehr so, weil halt mein Raum begrenzt ist und ich das nicht stapeln möchte. Hättest du im Vorfeld gleich so eine große Fläche genommen wie diese hier, hättest du das sicherlich noch erweitern können. Viele erweitern können. Aber hier in so einer begrenzten Halle, die ich auch nicht noch, wer weiß wie, umbauen möchte, na, könntest du Speed-Upgrades reinknüppeln, bis der Arzt kommt. Aber will ich das? Nee. Weil dann auch durch Speed-Upgrades die ganze Maschine ja nicht mehr so effizient arbeitet. Und irgendwann würde sich das rechnerisch auch gar nicht mehr lohnen, das zu vervielfachen, diese Erze. Zumindest wenn du es jetzt immer weiter treiben könntest und würdest. Achso, hier ist der. Ach, hier ist der Cyanid-Reprocessor. Ich habe den schon ewig gesucht und dachte mir, irgendwo musst du einen haben, aber du hast keine Ahnung wo. Automatisch ist der nicht. Weißt du was? Automatisch ist der nicht. Cyanite. Ja, guck mal, wir haben jetzt bald 6000 Cyanid. Die jetzt bisher ungenutzt rumliegen. Schreibt bitte ordentlich. Einbindung des Cyanite
Reprozess Sensors in das ME-System. Neues To-Do. Gleich gefunden. Ich muss ja natürlich den Kanal finden, wo ich es hinmache. Wahrscheinlich hier. Hier ist ja noch Platz. Und hier passt ja auch noch was dran. Irgendwie hier so. Da wird man schon was finden. Problem ist nur, der braucht Wasser. Und da habe ich nicht so wirklich Lust drauf. Gears Accumulator wäre eine Möglichkeit, aber wäre, glaube ich, auch nicht das Ultimum. Ich überziehe meine Parts immer ein bisschen. Weißt du, manchmal werde ich nur so viele Stunden machen, aber ich will es dann immer wenigstens 20 Minuten. Das ist doof. Jetzt wollen wir kurz mal unser überschüssiges Weizen und pumpen das in die ja absolut unterversorgte Biomass-Produktion rein. Damit wir noch ein paar Äpfel loswerden, von denen wir eh schon nicht viele haben. Aber wenn der Biomass-Tank voll ist, füllt sich das ja eh alles auf. Ist auch nicht so schlimm, alles ist in Deep Storage Units gespeichert. Spätestens hier könnte es doof werden, wenn die Kohle irgendwann leer wird. Hier. Ich meine, wir haben 200.000, aber 200.000 sind keine 2 Milliarden. Die können mal weg sein. Gut, ich meine, in der Politik sieht man schnell, dass auch Milliarden weg sein können, ohne weiteres. Jedem das Seine. Gut, wir haben neue Ziele. Das Teil craftet immer noch. Lass ich auch noch fertig craften. Aber nicht im Part. Würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und bis morgen. Tschüss.